Wake up to the sound of thunder, like a whisper in my ear. I gonna wait forever. I can see the stars reflecting, the empty towers made of steel. Everything but you is fading. Hey Leute, willkommen zurück hier auf Sports.de. Mein Name ist Tobi und heute haben wir einen Fußballschuhtest. Und zwar handelt es sich um die Low-Budget-Version vom Nike Mercurial Vapor. Und wie der ist und ob ich den empfehlen kann, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß mit dem Video. Packen wir als erstes den Schuh aus und kommen zu den Materialien und zum Design. Man packt den Schuh aus und es fällt direkt auf, das ist ein Speedboot. Also auch vom Designer direkt fällt es im Auge, der Schuh ist für Geschwindigkeit gedacht. Der Schuh soll passgenau und sockenähnlich wirken. Und die Mikrotextur auf dem Obermaterial sorgt für zusätzliche Ballkontrolle, während das minimalistische Design den Schuh extrem leicht macht. Nike hat den Schuh wirklich so konzipiert, dass der Schuh sich wirklich perfekt an den Fuß anschmiegen soll. Also er soll wirklich sehr eng setzen und genau das hat man sofort gemerkt. Und genau deswegen kommen wir auch jetzt zur Passform und zum Komfort. Die Passform des Mercurial Vapor ist eine seiner größten Stärken. Dank des Obermaterials passt sich der Fußballschuh perfekt dem Fuß an und gibt dir das Gefühl, eine zweite Haut zu tragen. Der Schuh ist sehr schmal geschnitten, was natürlich sehr gut ist, wenn man einen schmalen Fuß hat. Trotzdem, der Komfort ist hochgehalten. Obwohl die Dämpfung minimal gehalten ist, um das Gewicht zu sparen und die Ballberührung zu maximieren, hat man einen sehr guten Komfort mit einem sehr guten First Touch. Jetzt kommen wir zu der Sache, wofür der Schuh gedacht ist. Und zwar haben wir uns die Agilität und die Geschwindigkeit angeschaut, wie der Fußballschuh sich auf den Platz schlägt. Im Fußballschuh merkt man sofort, dass der auch für Geschwindigkeit gedacht ist. Die Sohlenkonstruktion mit den speziell geformten Stollen sorgt für eine explosive Beschleunigung und sehr guten Halt bei schnellen Richtungswechseln. Egal, ob du dich jetzt auf dem Flügel befindest, wo du wirklich zack die Linie entlang sprintest oder dann doch nach innen ziehen willst oder das einzige Eins hast für schnelle Richtungswechsel, ist die Sohle wirklich richtig gut. Ballkontrolle und Schusstechnik. Trotz seines Fokus auf Geschwindigkeit bietet der Mercurial eine hervorragende Ballkontrolle. Die Mikrotextur des Obermaterials sorgt dafür, dass du den Ball auch bei hohem Tempo gut an dem Fuß halten kannst. Das minimalistische Design bedeutet, dass du eine sehr direkte Ballberührung hast, was besonders bei schnellen Dribbling und präzisen Schüssen der Vorteil ist. Wenn du wirklich ein direktes, einen wirklich sehr direkten Touch zum Ball magst, dann ist der Schuh richtig gut für dich. Jetzt kommen wir zu meinem Fazit von der Low-Budget-Version vom Nike Mercurial Vapor. Zusammengefasst ist Nike Mercurial Vapor ein herausragender Fußballschuh für Spieler, die auf Geschwindigkeit und Agilität setzen. Mit seiner engen Passform, dem leichten Design und der beeindruckenden Performance auf dem Platz ist er eine exzellente Wahl für Flügelspieler, Stürmer und alle, die Geschwindigkeit lieben. Wenn du nach einem Fußballschuh suchst, der wirklich einen direkten, barfußähnlichen Touch zum Ball hat, und für Geschwindigkeit gedacht ist, dann bist du mit dem Nike Mercurial Vapor richtig aufgehoben. Dann vergiss nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, den Kanal kostenlos zu abonnieren, denn in der Zukunft werden so viele geile Videos hier gedroppt. Und dann verpasst auf jeden Fall nichts in der Zukunft und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!